Innerlich für die Fraktion Die Linke. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der durch die Bundesregierung in Auftrag gegebene Lagebericht zur Situation des Schutzes und Hilfesystems bei Gewalt gegen Frauen hat gezeigt, in welch desolatem Zustand sich dieses zum Teil befindet, sowohl bezogen auf Strukturen als auch auf Ressourcen. In der Anhörung im Dezember des letzten Jahres wurde dieses Fazit auch durch die Vertreterinnen der Schutz- und Hilfseinrichtungen untermauert. Und in der Antwort auf die Große Anfrage zum Gewaltschutzgesetz hat die Bundesregierung darauf verwiesen, dass sie auf der Basis einer Bestandsaufnahme zur Lage des Hilfesystems bei häuslicher Gewalt beurteilen wird, ob und wie für alle gewaltbetroffenen Frauen eine angemessene Versorgung sicherzustellen ist. Und trotz des Resultats des Lageberichts, wie auch in der Anhörung sich gezeigt hat, hat die Bundesregierung bis heute nicht gehandelt. Traurig, traurig aber wahr. Und in ihrer Stellungnahme zum Lagebericht stellt die Bundesregierung selbst fest, dass es ein struktureller Nachteil sei, jetzt zitiere ich, dass die leistungsrechtliche Verortung der Hilfen für gewaltbetroffene Frauen zurzeit überwiegend über Normen des Sozialrechts erfolgt und dieses nicht auf den individuellen Hilfebedarf bei Gewalterfahrungen zugeschnitten ist. In der Praxis sieht sie allerdings dennoch keinen Handlungsbedarf. In den letzten Jahren wurde immer wieder auf die fatale Situation sowohl für die betroffenen Frauen als auch für die Frauenhausmitarbeiterinnen hingewiesen, in welche diese durch die Tagessatzfinanzierung kommen. Bürokratische Hürden ohne Ende, und sie werden nicht abgebaut. Ich zitiere die Leiterin der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, Frau Eva Risse, aus der Antwort in der Anhörung. Zitat: Ich kann Ihnen einmal darstellen, welche Unterlagen man für einen Arbeitslosengeld-II-Antrag benötigt. Man braucht den Hauptantrag. Vielleicht sollten die Kollegen, die sich mit Frauenhäusern Anträgen nicht so auskennen, auch mal zuhören. Das ist nämlich hochinteressant. Die Anlage EK, die Anlage K1, die Anlage UH1, die Anlage UH2, die Anlage VM, eventuell die Anlage BB, die Anlagen KDU, die Anlage Vermittlung, den Bewerbungsbogen Teil 1 und 2, die Kontoauszüge der letzten Monate, die Anmeldung, den Sozialversicherungsausweis, den Nachweis über die Krankenversicherung, den Pass- oder Personalausweis, Nachweis über Kontoeröffnung, über Einkommen und Vermögen, einen Nachweis über die Beantragung von Kindergeld, Unterhaltsvorschussgesetzleistungen, Unterhaltsansprüche müssen geltend gemacht werden, Elterngeld muss beantragt werden und, wenn man einen Anspruch auf BAföG oder Arbeitslosengeld I haben könnte, die entsprechenden Ablehnungsbescheide. Und all diese Unterlagen muss für jede einzelne Frau und deren Kinder ausgefüllt, zum Amt gebracht und beschieden werden. Vielleicht haben Sie jetzt eine Vorstellung von dem bürokratischen Aufwand, dem die Frauenhausmitarbeiterinnen und die betroffenen Frauen ausgesetzt sind. Aber Sie sehen ja keinen Handlungsbedarf. Das Interesse ist auch hier einzigartig wieder mal. Das Einzige, was die Bundesregierung in dieser Wahlperiode für die von Gewalt betroffenen Frauen mit Anlaufschwierigkeiten auf den Weg gebracht hat, ist das bundesweite kostenlose Hilfetelefon. Eine gute Sache, muss man zugestehen. Aber auf der Pressekonferenz am 3. Juni verkündet unsere Familienministerin, Frau Schröder, auch nicht da, dass das Hilfeangebot die Erwartungen erfüllt und bis zum Stichtag am 29. Mai sind im Schnitt täglich 220 Anrufe eingegangen und sie hofft, dass es noch mehr wird. Nun hoffen wir auch, dass sich mehr Frauen an dieses Hilfetelefon wenden, zum Hörer greifen und ihre Notsituation schildern. Aber was folgt denn daraus? Es soll doch weitervermittelt werden. Und was wollen Sie als Regierung denn machen, wenn dieses Angebot tatsächlich mehr Frauen erreicht und dazu bringt, Hilfe zu suchen? Das Schutz- und Hilfesystem kann doch ja schon jetzt nicht alle Frauen auffangen. Und wie sollen denn dann die erhöhten Zahlen über die Frauenhäuser abgesichert werden? Was soll aus diesen Frauen werden? Handeln Sie endlich. Geben Sie von Gewalt betroffenen Frauen endlich einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe, der gesetzlich verankert ist. Sorgen Sie dafür, dass diesen Frauen und deren Kindern sicher, schnell, unbürokratisch und bedarfsgerecht Schutz und qualifizierte Hilfe zuteil wird. Erarbeiten Sie endlich einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, der diesen Namen auch wirklich verdient. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort